Inshu-News mit GGW, Gotha, Surin, Hauden, Sumitas und BaFin. GGW erwirbt Wolfes und von Etzdorf, einen Transportassekurateur mit Schwerpunkt auf Fruchttransporten in Hamburg. Dies ist die neueste Akquisition des Maklerkonzerns. Gotha und Finlex bieten neben Spezialkonzepte für Cyber und D&O seit August VSH-Deckungen von bis zu 10 Millionen Euro über die Finlex-Plattform an. Surin erhält 4 Millionen Euro in einem Seed-Funding. Das Geld wird für Teamwachstum und die Plattform verwendet. Surin bietet Versicherungslösungen für KMUs in verschiedenen Branchen und betreut bereits rund 1000 Kunden. Hauden Deutschland verstärkt den Industriebereich mit der Einstellung von Rainer Breeck und der Gründung des Bereichs Large Corporate Clients. Breeck, der über 3 Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche hat, wird ab dem 1. September als Managing Director bei Hauden starten. Sumitas erweitert seine Geschäftsführung zum 1. September mit Jovan Safirov als neuen CFO. Safirov, ein erfahrener M&E-Spezialist, kommt von MRH Trove, wo er auch als CFO tätig war. Die Website der BaFin ist aufgrund eines DDoS-Angriffs seit dem 1. September nur eingeschränkt erreichbar. Andere BaFin-Systeme funktionieren weitestgehend normal.